Es war mal eine Frau und die ging über einen Jahrmarkt. Und auf diesem Jahrmarkt waren ganz viele Stände. Und an einem dieser Stände stand Gott. Und die Frau ging hin zu Gott und sagte: Was verkaufst du hier? Und Gott antwortete: Was immer dein Herz begehrt. Und sagte: Wow, cool. Ja, was wünsche ich mir denn? Natürlich nur das Beste. Freude, Liebe, Weisheit hätte ich gern. Ich will nie mehr Angst haben. Mut, Reichtum, Wohlstand, Geld. Und das Ganze nicht nur für mich, sondern für alle Menschen. Und Gott schaute die Frau an und sagte: Du hast mich falsch verstanden. Ich verkaufe hier keine Früchte, sondern nur den Samen. Wir alle werden ständig in unserem Leben mit Früchten konfrontiert, die wir so nicht haben wollen. Und dann beklagen wir uns über die Umstände und sagen: Warum muss das immer mir passieren? Was wir nicht fragen ist: Wie verdammt nochmal habe ich es angestellt, so ein Bullshit in mein Leben zu ziehen? Ständig schauen wir uns nur die Umstände an, anstatt mal zu sagen: Wie habe ich alles verursacht? In diesem Seminar geht es genau darum, nämlich erstens zu erkennen: Wie ist mein Leben überhaupt? Welche Früchte habe ich? Welche fauligen möglicherweise? Und wie transformiere ich diese? Aber viel wichtiger wird sein, alles zu tun, damit du in Zukunft genau die Früchte ernten kannst, die du haben willst. Und ich lade dich jetzt dazu ein, direkt jetzt, sofort zu Beginn, einmal Folgendes zu prüfen. Sagst du primär Ja zum Leben? Oder eher nein? Sagst du Ja zu deinem Partner? Sagst du Ja zu deinem Körper? Ist ja nicht immer so einfach. Man schaut in den Spiegel, manchmal sogar nackig. Und dann gibt es ja Frauen, die sagen: Oh, guck die Dellen an. Man sagt nicht immer Ja zum Körper. Oder wenn man sich mal den Hintern anguckt, man wird im Alter ein bisschen unförmiger. Spür mal wirklich mal rein. Sagst du denn Ja zu dir selbst? Sagst du Ja zu deinem Partner, zu dessen Verhaltensmuster, zu seiner Art des Seins? Wenn du morgens die Augen aufmachst, sagst du Ja zu dem Tag, der dich erwartet? Sagst du Ja zu deinem Geldbeutel, zu deinen Finanzen, zu deiner Wohnsituation? Oder sagst du häufig Nein? Und du brauchst nur dein Leben anschauen, dann siehst du, wie oft du in Widerstand gehst. Du kannst dich jetzt mal hier in der Runde umschauen und mal prüfen: Sagst du Ja zu diesem Ort? Sagt es innerlich Ja zu diesem Seminar und Ja zu den anderen Teilnehmern? Oder hast du den einen oder anderen gesehen, wo es innerlich sagt: Nein, ja, ich setze mich ganz weit weg? Die Tatsache, dass du hier bist, lässt die Vermutung zu, dass du zu häufig Nein sagst. Denn jedes Mal, wenn du Nein zum Leben sagst, gehst du in einen Widerstand. Und dieser Widerstand sorgt dafür, dass du entweder mentale, emotionale oder physische Probleme bekommst. Und zu denen sagen wir dann erst recht Nein. Wichtig ist, das zu erkennen. Denn die meisten kommen hierher und hoffen: Da ist jemand, der kann mir was zeigen, um wieder gesund zu werden. Das ist nicht der Fall. Natürlich wirst du eine Methode kennenlernen, die, glaub, alles top, was du je kennengelernt hast. Das ein oder andere Wunder wirst du hier erleben. Aber das alleine wird nicht ausreichen. Denn du wirst eines lernen müssen: Dein Bewusstsein zu verändern. Ein Bewusstsein dafür zu bekommen: Wie habe ich es angestellt, um krank zu werden? Keiner wird zufällig krank in diesem Leben. Keiner bekommt zufällig einen Burnout. Keiner bekommt zufällig Depressionen. Und ich lade dich ein, jetzt ganz offen zu sein für das, was kommt. Und mit dieser Haltung einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem QC Practitioner Seminar. Ein Seminar, wo dir eine Methode gelernt wird, die eigentlich gar keine Methode ist, sondern eher ein Zustand. Ein Bewusstseinszustand, der nicht nur dich heiler macht, sondern auch alle, die mit dir zu tun haben. Eine Methode, die es dir ermöglichen wird, glücklicher, zufriedener, erfüllter zu sein und Ziele zu erreichen, die du bisher möglicherweise noch nicht mal zu denken gewagt hättest.
Voraussetzung dafür ist, dass du für einige Tage, nämlich die zwei, die vor dir liegen, mal alles vergisst, was du für real hältst. Alles in Frage stellst. Denn genau das wird die ganze Zeit passieren. Meine Aufgabe hier wird sein, dir klarzumachen, dass deine Realität, in der du lebst, eine Illusion ist. Und dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber du bisher begrenzt gelebt hast. Ich demonstriere genau, was ich tue. Ich nehme Punkt 1, Punkt 2 und jetzt höre ich auf zu denken. Also bei mir war es jetzt so, muss ich jetzt erzählen, du hast nur einen Punkt gehabt, dann hast du mich schon gehabt mit einem Punkt. Na, ich habe den zweiten in dem Moment, wo ich das möchte. Also wenn ich jetzt, du merkst, wie das geschieht, mhm. Udo steht hinter dir. Ja, also keine Angst haben. Ich nehme schnell bei mir, habe ich das Gefühl. Ja, lass einfach zu, ist doch alles okay. Also was wir gleich tun, wir nehmen den ersten Punkt. Ja? Der erste Punkt kann auch hier sein. Ja? Der Punkt. Und jetzt nehme ich den zweiten, der mich anzieht, ist der zweite. Jetzt habe ich schon beide Punkte. Let's go. Okay. Da kommen wir gleich dazu. Wie finde ich jetzt die richtigen Punkte? Aber du spürst, da passiert schon was, ne? Ja? Ja, so macht man das mit Frauen, die man gerne haben will. Ja? Dankeschön. Ja, ich meine, das ist für die Männer ist das nicht so schlecht, ne? Schatzi, darf ich dir mal was zeigen? Oh, ich wollte es gar nicht. Okay, wir beginnen jetzt mit einer ganz einfachen Übung. Und zwar möchte ich, dass ihr einfach mal eure linke Hand spürt. Die Hand einfach spüren, Energie in der Hand spüren, das Leben, das Pulsieren in der Hand. Und wenn sich jemand schwer tut, dann reib mal die Hand und spür sie dann. Die Master-3-Teilnehmer müssten hier recht fit sein. Okay? Und jetzt, Achtung, jetzt bleib bitte bei dem Gefühl in der linken Hand. Spür die weiterhin und nimm die zweite Hand dazu. Du spürst jetzt beide. Und jetzt stellst du dir vor, zwischen diesen zwei ist wie so ein Magnetfeld, wie eine Verbindung. Die Vorstellung, dass das so ist, reicht schon, damit es so ist. Also du musst dich nur entscheiden, jawohl, das ist eine Verbindung dazwischen. Ja? Und jetzt spürst du die. Geht das? Damit habt ihr das Schwierigste schon geschafft. Ohne Scheiß, das ist das Schwierigste von allem. Okay? Also, und jetzt fangt mal an, die Hände mit denen ein bisschen zu spielen. Eine Hand mal vorne hin und jetzt tut ihr die zweite weiter weg. Geht sogar mit der zweiten Hand hinter den Rücken. Ja? Und spürt die Verbindung weiterhin. Geht nach vorne, geht mit der anderen Hand nach hinten und spür die Verbindung dazwischen ständig. Wie wenn du dazwischen auch irgendwo ständig eine Verbindung hättest, die du fühlen kannst. Ständig. Sei dir nur beider Hände bewusst, in jedem Augenblick. Geht ganz gut, ne?